Einen wunderschönen guten Abend. Setzt euch zu uns an den Stammtisch und genießt den Schnack. Vor allem, Jungs, mir fällt folgende Sache auf. Ich bleibe unserer Stammtisch-Schnack-Tradition geipetreu am Anfang. Bei den ersten Folgen habe ich mir immer allergrößte Mühe gegeben, eine Bierflasche am Anfang zwischen zu lassen. Inzwischen öffne ich sie schon vor der Aufnahme, bin ich schon durstig. Da hab ich Brand, Jungs. Prost alle in diesem Sinne. Hallo Erik und Dömi. Prost. Hallo. Hallo. Und Jungs, in der letzten Folge haben wir über Ängste gesprochen. Und davor in der Folge über Verletzung und Tollpatschigkeit. Wie wäre es, wenn wir das kombinieren? Ängste. Und wir hatten bei den Verletzungen ja über Wein geredet. Ängste gepaart mit der Psyche. Horror. Horrorfilme. Ja, das ist eine Sache. Die machen mich fertig. Ich gucke sie trotzdem und ich mag sie. Aber sie machen mich fertig. Auf der einen Seite freut sich der innere Sadist in mir, wenn da schon kranke Morde passieren. Aber auf der anderen Seite bin ich ein ziemlicher Schisser. Wie sieht's bei euch aus, Jungs? Ja, was das angeht, bin ich eigentlich ziemlich abgehärtet. Ich bin ja auch ein totaler Horrorfan, aber weiß nicht. Mich schockt mittlerweile gar nichts mehr. Du machst dich immer über mich lustig, wenn ich mich vor irgendwas fürchte. Dann kommen irgendwie so Sprüche, auch wenn es alte Horrorfilme sind, die ich schon kenne oder Serien. So, und Nick, hast du da auch schon mal beigeheult? Ich so, nein. Weil zum Beispiel auch Serien, wo Monster, Dämonen sind, die ich als Kind geguckt habe, da habe ich dann das ein oder andere Mal vor so einem gruseligen Dämon geweint und wollte nicht Ach Mensch, weitergucken, du ja. armer Mensch. Und darüber macht sich Dürmli Schnürmli immer lustig. Schnürmli. Okay. Erzähl mal über Dürmli Ja, und neulich, da hatten wir einen Schnürmli Horrorfilmabend. Und der Film war scheiße gruselig. Boah, da hat mir erst einen anderen Film geguckt, der hat mich schon verstört, denn ich hasse es, wenn die Monster in irgendeiner Ecke an der Decke hängen. Oh, es gibt nichts Schlimmeres als Deckenecken. Scheiße gruselig. Und dann, der Film hat mich schon fertig gemacht. Und dann kam die heitere Jungsrunde auf die Idee, kommt, wir gucken noch einen Horrorfilm. Boah, ich hab mich so erschrocken. Ich hab mich so erschrocken. Ich hab um 3 Uhr nachts den Laden hier zusammengeschrien. Mir kamen vor Angst sogar schon die Tränen, so sehr hab ich mich erschrocken. Vor allem deine Nachbarn haben sich auch noch beschwert. Ah, genau! Mein Nachbar hat sich am nächsten Tag beschwert. Ich verstehe das Problem nicht. Und Aber ich muss sagen, ja. was Horrorfilme angeht, ne? Daher, dass ich so abgehärtet bin, ich kenne keinen Horrorfilm, der wirklich gut ist, was speziell Horror angeht oder ob es eine gute Geschichte hat. Gar keinen, Oh, wirklich. wir gucken Horrorfilm, du langweilst dich mit jedes. Und ich sitze da, zitter schon vor Angst. Und du amüsierst dich eigentlich nur, weil ich Schiss habe. Aber eine Serie, eine Horrorserie, die hat es mir angetan. American Horror Obwohl, Story liebe ich auch. nein, ja, die liebe ich auch, aber was meine ich nicht? The Haunting in the Hill House hieß sie, glaube ich, auch von Netflix, ne? Oh, die Die ist erste gut. Staffel. Die Ja, ist die gut. zwei, die mag zwar jetzt nicht unbedingt gruselig zu sein, aber die hat Doch, mich die so. war gruselig. Die haben mich so kaputt gemacht, auf jeden Hast du Fall. Staffel 2 schon gesehen? Ich nicht. Das heißt irgendwie Ja. irgendwas mit Bly Manor. Habe ich noch nicht geguckt. Staffel 2 ist noch sehr schlecht. Ah. Mag ich gar nicht. Habe ich gesehen. Okay. Und ja, und das von der Serie habe ich einfach schon Albträume bekommen. So schlimm war das. Obwohl es nicht wirklich gruselig war. Oh, ich hatte Aber. heute erst einen von dem Horrorfilm, den ich geguckt hatte. Ja, Das stimmt, hast ist du mir ja schon eine erzählt. Woche her. Aber da war so ein Schattenmonster und in meinem Traum war ich einfach in meinem Zimmer und das stand da einfach. Ich bekam in diesem Traum Gänsehaut wie Sau, bin aufgewacht, hab gemerkt, es war ein Traum. Aber ich hatte in echt dann auch mega Gänsehaut, weil ich mich so gefürchtet habe von dieser Schattenkreatur. Die hat mich alle gemacht. Verdammte Diana. Und dann, denkt ihr denn, nach dem Film wäre ich in Frieden gelassen? Nein. Tage später kriege ich immer noch von Tim WhatsApp-Sprachnachrichten so in einer extra tiefen Diana-Stimme so: Hey Nick, hier ist Diana, ich komme. Und ich denke mir so: Ah, lass mich doch einfach mit der Alten in Ruhe.
Ja, wir sind so weit geführt, dass ich heute von der Alten geträumt habe. Und da habe ich mich gefürchtet. Du Armer. Ja. Ich muss sagen, ich mag lieber Horrorspiele. Zum Beispiel unser Lieblingsspiel, Dead by Daylight. Das ist super. Das ist super, ja. Und da erschrecke ich mich auch von manchen Killern. Ich muss halt generell sagen, ich spiele zwar ein Horrorspiel, als ich einen Horrorfilm schaue. Weil vom Spiel hast du irgendwie mehr. Das stimmt, tue ich auch, weil so geht's mir dann auch gerade, wenn ich irgendwie so ein Horrorspiel aufnehme, zum Beispiel Outlast. Natürlich erschrecke ich mich viel mehr als ihr, weil ich höre es irgendwie Kopfhörer ganz laut so direkt in meinen Kopf hinein. Und dann verjage ich mich halt ordentlich, ne? Als jemand, der nicht so direkt in diesem Geschehen ist. Alleine Outlast ist jetzt das beste Beispiel. Das mag jetzt kein gruseliges Horrorspiel mehr sein, weil es schon veraltet ist, aber damals, wo es rauskam, 2013, das war das schlimmste Horrorspiel auf dem Markt, was man sich jemals vorstellen konnte, irgendwie. Also ich habe mich das ein oder andere Mal erschrocken bei Outlast. Damals hatte jeder Respekt davor. Ja. Aber ja, wie gesagt, das ist veraltet und ist gar nicht mehr gruselig. Aber Nick, du bist ja so ein Sonderfall. Was soll das denn jetzt heißen? Nick ist einfach auch veraltet. Ja, dass wir Visiblor spielen sollen, heißt das. Aha. Okay. Ich glaube, erst dagegen kann das sein. Ich glaube, erst dagegen kann das sein. Ich glaube, Nick ist nicht dafür, das Spiel zu spielen. Hey, ich bin auch voll angetan, merkst du es nicht? Schon, ja. Nein, es haben sich schon so viele Outlast zurückgewünscht, es wird kommen. Resident Evil soll er auch noch spielen. Ja, Dümmel, du willst mir aber auch ein Herz, Kasper, einjagen, oder? Willst du dich hier mal in einer Live-Aufnahme einfach umkippen oder was? Ja. Komm, Nick, mindestens zwei. Ah, Dümmel, dann erwarte ich auch, dass du dann deinen Spruch bringst, falls ich mal in Panik gerate, der mich beruhigt. Jedes Mal. Das hört man. Ja. Das ist Dominiks einziger Satz, weil ich dauernd auf Panik hab. Kann ich da rein? Vertrau mir doch, Nikilein. Ich bin noch da. Bei Outlast, da hab ich echt gelernt. Der Drecksack hat mich da umgebracht. Einfach in Dauerschleife abspielen. Ich hab immer meinen Folge 9 Traumadömel. Du Armer. Ich hab's auch nie vergessen. Nee. Erich kann sich schon drauf freuen, Outlast zu gucken. Dürmel ist ein Drecksack. Das ist gut. Vor allem, mir fiel mir beim Aufnehmen gar nicht auf. Der hat die ersten Folgen ständig probiert, mich umzubringen. Der wollte, dass ich mich erschrecke und in irgendeine Falle laufe. Dieser alte schwere Nöte, aber ich war da taub und dement, hab ihn ignoriert und es dann wieder vergessen. Aber dann habe ich einmal nach 9 Folgen auf ihn gehört. Danach war unten durch bei mir. Ich nehme es ihm bis heute übel. Vor allem nach das Geschehen so, war ich richtig lieb, wie das zu dir wollte, dir helfen und du hast einfach nicht geglaubt, was ich immer sage. Ja, das Vertrauen war dahin, Dümmel. Das musst du erst in einem anderen Projekt wieder aufbauen. Ja, kriegen wir schon hin. Meinst du? Bisschen blauer regelt. Okay, Irisch, du hast dich auch gar nicht dazu geäußert. Ja, ist auch nicht viel zu äußern, muss ich ehrlich sagen. Also, ich kenne tatsächlich genau einen Horrorfilm, den ich hier gesehen habe. Wobei ich sagen muss, da ist die Geschichte schon eher ziemlich. Die Geschichte dazu ist schon ganz lustig. Bin bereit. Ich weiß gar nicht genau, wie das Ding auf Deutsch heißt. Aber ich kenne tatsächlich diesen Film nicht. Du hast ihn auf Englisch geguckt. Nein, habe ich nicht, aber ich weiß nicht genau, wie der Film auf Deutsch heißt. Ich kenne den englischen Titel davon. Beschreib ihn. Große fleischfressende Pflanze in einem Blumenshop. Was? Hä? Wie heißt denn der auf Englisch? Little Shop of Horrors, glaube ich. Nie geguckt. Ich hab noch nichts. Ach Gott, worum geht's denn? Horrorfilm? Es geht darum, dass. Ja, das ist so gruselig an so eine fleischfressende Pflanze. Also ich meine, ich habe als kleiner Nick schon American Werewolf geguckt, so ein Horrorfilm aus den 80ern, hab da geheult. Es ist ein Horrorfilm, aber gesehen haben wir sozusagen im Musikunterricht, wir die Musik dazu analysieren wollten. Es war jetzt am Ende der Klasse irgendwie, also kurz vor den Sommerferien, da macht man halt sowas eher leichtherzigeres, würde ich mal behaupten. Boah! Natürlich! Darf ich dazu kurz was sagen, Erich? Ja. Das hat mich mal so genervt. Wir hatten eine Klasse, die wurde vorzeitig eingeschult, eine Lehrerin hat einen Film mitgebracht.
Und die meinte dann so, ist denn hier jemand noch nicht 12? Sie hat sich gemeldet, ja, dann können wir den Film nicht gucken, dann machen wir Unterricht. By the way, der Film, der kommt aus dem Jahre 1986, also da sieht man, wie alt er ist. Aber du hast immer das Ding gefunden, den Film, also so gesehen schon mal gut. Ah, in diesem Jahr war also schon in der 12. Klasse. Meinst du, das war echt 12. Klasse? Ja, wenn er 86 in der 12. war, dann wurde er 74 eingeschult, da war... Ey, du hast den Jahrgang meiner Mutter, 68. Papa? Papa, bist du es? Nein, den Vater hat ich verlassen. Für immer und ewig. Oh. Boah, eiskalt. Papa Erik ist von dann gezogen. Er holt gerade noch die Milch. Nein, damals wurden noch Zigaretten geholt. Ich sag mal so. Ich sag nur, ich war noch niemals in New York von Udo Jürgens. Wir als, natürlich als vorbildliche Musikschüler haben das natürlich geschaut. Außer ich. Ich hatte Angst. Oh, als ob. Erich, du hast den ersten Horrorfilm in deinem Leben mit 18 geguckt. Und dann hatte Angst. Ja, ich bin traurig, lass mich. Oh mein Gott, Erik, ich habe auch Angst bei Horrorfilmen, aber ich guck sie immerhin. Gut, ich habe nicht bei jedem Angst. Manche, die nicht allzu gruselig sind, da sitze ich da ganz locker. Zucke ab und an, aber ich schreie nicht. Dann gibt's Horrorfilme. Also, es gibt Horrorfilme, die mich wirklich langweilen, wenn da irgendwas nur besessen ist. Ich brauche wirklich was Gruseliges zum Ansehen, um mich zu fürchten. Zum Beispiel, weil einfach nur so ein Geist ist, der im Körper schlüpft. Langweile ich mich. Dann schlafe ich auch mal gerne ein beim Horrorfilm, ne Dömel? Conjuring 3. ja, aber wenn da tatsächlich irgend so ein Monster ist, so eine Kreatur, ey, ich fürchte mir keine Ahnung was aus. Ich bin am Ende der Welt dann gefühlt, wenn ich sowas Gruseliges sehe. Sofern die Menschen durchknastern, alles in Ordnung. Irgendein Wesen, ne. Ne, da ist bei mir vorbei. Und dann sitze ich da auch zusammengekauert, manchmal Hände vorm Gesicht. Und vor allem, Dürmel weiß manchmal ganz genau, wie ich sitze. Der merkt auch, wenn ich einschlafe bei einem Film. Das sagt er dann immer, Nick, schon wieder eingeschnappt? Nein. Ich leugne das auch immer. Ich bin super seltsam, wenn ich dann geweckt werde. Er kennt mich einfach zu gut. Welche Horrorfilme, die ich besonders gern habe, sind solche Psycho-Horrorfilme. Weil so Geister oder auch ob wer besessen ist, solche Filme langweilen mich auch. Absolut, ja. Ja, aber so Psycho-Horror-Filme, die haben was. Ja, so teils. Es muss halt wirklich echt eine gute Story dann sein. Ja, klar. Ansonsten, ja, ich bin ja auch kein allzu großer Slasher-Fan, ne? Ja, gut. Slasher ist aber auch nicht gruselig. Boah, aber einmal, weil ich Babysitten hab das Kind schlafen gelegt, was schaue ich mir an? Texas Chainsaw Massacre. Eine Woche später gehe ich wieder Babysitten. Zückt der Junge aus so eine Spielzeugkettensäge und zersägt mich damit. Und ich denke mir so, oh Gott, hat er was vom Film mitgekriegt? Aber fandst du den Film gruselig? Nö, fand ihn gut, aber. Wem? Boah, vor allem den Alten davon. Den Alten davon, den finde ich super. Den originalen Texas Chainsaw Massacre. Ja, ja. Dieser Franklin, wie er qualvoll Jerry schreit, das ist so geil. Diese Stimme. Der Mann schreit sich halt echt die Seele aus dem Leib. Nee, solche Filme guckt man eher der Spannung wegen, so Slasher. Wegen der Gruseligkeit wegen schaut man eher so, also ich Dinge mit Kreaturen und so mit Besessenheit. Muss natürlich gut umgesetzt sein. Also welchen ich mit Besessenheit wirklich richtig gut fand, war Veronica, weil der auch so auf wahren Begebenheiten basiert hat, den fand ich wirklich fesselnd. Aber ich finde es halt spannender, wenn man wirklich was Gruseliges sieht. Zum Beispiel, welchen ich auch gut fand, war Wahrheit oder Pflicht. Kennt ihr den? Nein, fand ich auch nicht gut, ja. Nee, dort, wo die da alle ihre Gesichter verzogen haben, wo sie dann diesen Fluch hatten. Das fand ich wiederum gut. Da muss halt irgendwas muss da zu sehen sein,
wovor ich mich auch so im Nachhinein fürchten kann. Dann ist es für mich ein guter Horrorfilm. Also wahrscheinlich mit meiner Schwester einen Horrorfilm betrunken, glaube ich. Gesoffen. Horrorfilm geguckt, ich bin dann nach Hause geschlendert und ich habe mich auf dem Rückweg von der Blume erschrocken. So sehr war ich da verstört einfach nach dem Film. Dann weiß ich, es war ein guter Horrorfilm, wenn ich mich vor Blumen erschrecke. Oder, bei Lights Out, wo ich mich so sehr erschrecke, dass mir die Tränen kommen. Das sind gute Horrorfilme dann für mich. Da müssen wir ja mal den kleinen Horrorlander schauen, den Erich gesehen hat. Mit Erich zusammen, Stammtisch-Filmabend. Du weißt doch, ich hätte zu sagen, also so gesehen. Warum bist du überhaupt hier, Erich? Naja, boah. Ich wurde eingeladen. Wer lädt dich eigentlich immer wieder ein, Erik? Der Barkeeper hat mich einfach so gern, weil ich weiß nicht. Seit 19 dafür, Folgen hängt er in der Kneipe ab und hat nie was zu sagen über sein Dosentelefon. Ich sorge dafür, dass der Barkeeper nicht die ganze Kotze dann wegwischen muss, weil ich die Leute vorher rauskarre, weil ich nüchtern bleibe. Ah, das ist ja nett von dir. Ey, nee. Ja. Ich hab gerade nach einem Film gegoogelt und ich hab die Bilder gesehen und ich glaube, der könnte uns gefallen. Send mal ein Bild. Ich meine, komm, der ist eine Kreatur. Das ist eine scheiß Pflanze. Ja. Da habe ich mir als Kind Angst gehabt. Oh mein Gott. Sie belasten mich. Ey, Erich, wie du reagieren würdest, wenn wir zusammen Lights Out gucken. Ich glaube, du wärst auch verstört von dieser verdammten Diana. Die prägt mich bis heute noch, die Alte. Seit einer Woche. Wie gesagt, lass mich in Ruhe. Okay. Armer. Ja, ich bin von Angst geplagt. Aber dafür habe ich ja meinen Dömel. Ja. Ich habe meine Schildkröte, glaube ich. Hallo, Schildkröte. Okay, Jungs, möchte ihr irgendwann was zu Horror loswerden? Kennt mir nicht gut aus. Dürmli? Schönes Thema, aber ja. Ich weiß nicht mehr, was ich erzählen soll. Alles losgeworden, alles ausgekotzt, Dürmel. Auf Eriks Schuhe. Im Moment, ja. Auf meine Schuhe. Ich war in der Folge nur süß, aber nicht abstoßend. Willst du, dass man dir auf die Socken kotzt oder so? Nein, ich werde mit gar nicht kotzen. Oder Nick ankotzen, der hat's verdient, der kotzt auch die ganze Zeit. Nö, mir wurde schon mal auf die Füße gereiert von einem Kind. Mein Beileid. Da hatte ich meine schönen deutschen Birkenstocks an, die Latschen. Ihr seid doch vertraut, was Birkenstocks sind, oder? Nee. Diese schönen Allmann-Latschen, die Klassiker. Nick, wir haben eine Horrorfolge, keine Birkenstock-Folge. Ach ja, tut mir leid. Ich werde schon wieder zu deutsch. In diesem Sinne, ja, bist du. Wie steht ihr zu Horrorfilmen? Seid ihr mehr so als Dürmelein so komplett abgehärtet, fürchtet euch inzwischen nicht mal mehr bei Filmen? Seid ihr mehr so ich? Teilweise steht ihr drüber, teilweise fürchtet ihr euch wie sonst was. Oder seid ihr so wie Erik und ihr seht eine Plastikpflanze und erschreckt euch zu Tode? Ich hoffe, ihr seid nicht so wie Erik. In diesem Sinne. Egal. Ja, ja, Erik. Komm. Möchtest du dich auf meiner Schulter ausweinen, Erik? Ich hab Angst vor meinen Geschwistern. Oh. Du weißt nicht, deine Pflanze. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, wie du auf den Clown bei mir hier reagieren wirst. Gott, stimmt, Dürmel weiß es auch noch nicht. In meinem Gästezimmer auf eurem Nachttisch steht so ein verstörender Clown aus den 70er Jahren, der. Und wenn ihr ihn anstupst, ich bin so nett und drehe ihn, wenn ich ihn euch zeige, auch auf. Dann singt er ein Geburtstagslied und wenn ihn dann nur leicht mal anstoßt in der Nacht, dann fängt er wieder an zu singen. Und dieser Clown. Ich war zur letzten Folge mit Angst, ich habe Angst vor Clowns. Ach, ernsthaft? Ich war mal ein Clown. Ja, ein bisschen. Fühle mich mit dir nicht gerade wohl. Erik? Ich hoffe, du freust dich darauf, wenn der dir beim Schlafen zusieht. Vielleicht beruhigt es dich, wenn Puppen aus den 60er Jahren im Nebenzimmer sitzen und warten. Ja, total. Ich hey, du hast ein Gästezimmer im Original 70er-Jahres-Stil, Erich.
Und du auch, Dürme. Ich glaub's nicht, ich krieg dasselbe. Aber Erich, keine Sorge, das Bett wird gewaschen, bevor du kommst. Ich hoffe es. Wer weiß, was Dürme und ich da drin so treiben. Okay, ich gehe ja schon. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zusehen und ich möchte meinen, ein gruseliges Prösterchen zum Abschluss. Prösterle! Prost! Prost!